Hey, heute geht's um die Samsung Gear S2. Ja, das gute Stückchen ist endlich nach langem Warten hier angekommen. Ich habe es ja auch schon auf der IFA gesehen und sie war ein wirklich wunderschönes, ja, wie soll ich sagen, eine wunderschöne Uhr. So gut, wollen wir mal nicht lange warten mit dem Auspacken. Nehmen einfach das Messer und machen wie ein Doktor ein. Skalpellhaften Schnitt. Auf jeder Seite. Ja, so. Gut. Und dann das Wichtigste oben lang. Gut. Und da ist sie schon. Interessant, die Verpackung. Einfach mal so ein rundes Dings. Sieht aus wie eine zusammengedrückte Chipsdose. Bisschen. Also, interessantes Design. Also vorne ganz einfach und schlicht gehalten. Samsung Gear S2. Ja, dann halt auf der runden Seite oder auf dem runden Dings einmal rum. Samsung Gear S2. 32 mm. 1,2 Full Scheme AMOLED-Display. Das Ding hat WLAN, BGN, NFC, Bluetooth 4.1. Es ist IP68 zertifiziert. Das heißt, die ist wasserdicht. Naja, also das wasserdicht. Zierung heißt eigentlich nur, dass sie eine halbe Stunde lang unter Wasser bleiben kann, ohne dass sie kaputt geht. Also so ganz wasserfest ist sie damit noch nicht. So, gehen wir weiter rum. Android 4.4. Ah ne, das ist kompatibel mit Smartphones ab Android 4.4, hat mich schon gewundert. Samsung hat ja ein eigenes System drauf. Die brauchen aber mindestens 1,5 GB RAM. Interessant. So, dann hier so einen schönen Sticker, den wir gleich durchschneiden müssen. Auf der Rückseite steht halt drauf, welches Modell. Gut, ich habe sie in Weiß, der Sport Edition. Nicht die Klassik, weil stand nicht. Also ich finde die so in schlicht. Sorry, weiß. Ich habe schwarz. Sorry, jetzt sehe ich schon scheiße. Gut, dann öffnen wir mal die Verpackung. Und offen. So. Warum habe ich die falsche rum? So. Ist wie so ein irgendwas zu öffnen. Da ist sie ja schon. Ja. Mal gucken, wie rückt man das jetzt raus? Oh. Also das Aluminium ist sehr kalt. Das fällt mir sofort auf. Oh. Guckt euch mal das kleine Gummiband an, ey. Alter, ist das kurz. Das legen wir trotzdem erstmal beiseite. Ich wollte es jetzt gar nicht angucken. So ganz klassisch gegen. Na, was ist hier? Ah, hier ist scheinbar noch ein Gummiband. Ah ja, hier ist es noch mal ein Grau. Okay. Schön, ich wusste gar nicht, dass es noch ein zweites dazu gibt, in Grau. Also dazu kommt gleich. Ah, ein bisschen Papierkram auch noch mal verpackt. Hat sogar ein Kleberchen drauf. Ein Quick Start Guide. Ein bisschen Pipapo, Uhr, dies, das, dort. Ah, brauche nicht. Dann hier. Naja, auch nur Papierkram. So. Das hier ist dann das Ladekabel. Es hat gleich Netzteil dran. Interessant, mit was lädt das wohl? Oh, das lädt ja nur mit 5 Volt, 0,7 Ampere. Das ist ja eigentlich gar nichts. Also super Power Shunt Lading, wie wir es von Smartphones heutzutage kennen, gibt es bei der Uhr nicht. Allerdings hat sie auch nur ein 250 mAh Akku. Hier steht das gleiche drauf, also es läuft auch nicht mehr. Hier ist mal diese tolle Folie auf der Ladestation. So. Das mal ab. Gut, Karton beiseite.
Ah, hier vorne ist noch so eine LED. Sonst eigentlich sehr schön gehalten in Schwarz. Hinten steht nochmal Samsung drauf. Da ist dann noch der Stecker. Sehr klein, also ich würde sagen, ist nicht größer als die Uhr. So, Uhr. Okay, ich hoffe, dass. Toll, das andere Band ist noch kürzer. Ah, toll. Muss ich mir also dann noch ein extra Band bestellen, wenn mir das jetzt nicht passt. So, wo zieht man jetzt hier die Folie ab? Ich glaube hier hinten. Ah, ja, da ist es. Es geht gleich zweimal rum. Okay. Hoffen wir mal, dass sie wieder ein bisschen geladen ist. Hoffentlich ist das der richtige Knopf. Ich bin mir gerade nicht sicher, was Power-Button war. Der untere? Ah, der untere ist es. Okay, der untere ist der Power-Button und der obere ist der Home-Button. Und, ah, die Lehne. Funktioniert. Sehr, sehr schön. Es fährt hoch. Oh, und ich ahne, ich glaube, ich brauche ein Smartphone. Bla bla bla. Ja, ich muss jetzt ein Smartphone holen. Wartet mal kurz. So, ich bin wieder da. Musste mir erstmal schnell noch die App herunterladen. Übrigens dazu kleiner Vermerk. Also ich habe sie nicht gefunden im Google Play Store. Ich habe eingegeben Gear S2. Sie kam nicht. Oder Samsung Gear. Sie kam nicht. Oh, sie hat sie schon verbunden. Und jetzt lädt sie sich scheinbar gleich ein Upgrade herunter mit meinem super schnellen Internet. Und sie ist fertig. Oh, das ist ja praktisch. So ein Unboxing. Hätte jetzt Angst gehabt, dass es in Ewigkeiten dauert, aber es ging sehr schnell. Und naja, also ich habe sie jetzt nur in Galaxy Apps. Nur da drin habe ich sie finden können. Die App. Beim S6 ist sie übrigens schon vorinstalliert. Also im letzten Loch passt sie dann tatsächlich noch. Mein Problem wird wohl eher sein, dass dieser Pulssensor nicht funktioniert, weil ich, naja, ein bisschen stark behaart bin. So, wo sind wir jetzt? Bla 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 bla. Haben wir wohl keine Wahl. Allen zustimmen. Weiter. Ja. So, oh, die Uhr hat sich schon gestellt, ja. Seht schon. Jetzt seht ihr da an. Jetzt wollen Sie mein super geheimes Passwort bestätigen. Oh, sie funktioniert schon. So. Gut. Also hier ist die Uhr. Hier kommen dann Nachrichten, also Meldungen und so ein Kram. Und in der Richtung kommen dann die halt eingestellten. Hier könnte man mal in Apps gehen. Ist schon nicht wenig vorinstalliert, also ganz schöner Haufen. Vielleicht sind das auch gleich mal alle Apps, wer weiß. So, mal wieder zurück. Da, Schrittzähler. Wetter, Musik. Pulssensor, da. Für Powerwalking und so ein Kram. Und was ich halt hinzufügen kann. So. Gut, bla 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 bla, irgendwelche Hinweise, einfach mal auf Installieren gehen. Ach, jetzt kommt noch eine Aktualisierung, okay. Ach so, für Apps und so ein Kram. Okay. Also das Gummiarmband. Also ich finde, das fühlt sich sehr schön an. Also, das ist ein sehr gutes Gummi, gefällt mir. Ich habe jetzt leider nichts zu Vergleich irgendwie. Ich habe noch nie eine Apple Watch angefasst. Also ich weiß jetzt nicht, wie sich da das Gummi anfühlt. Aber es ist jetzt nicht super elastisch. Also es ist fest. Es wird auf jeden Fall nicht reißen. Ja, also es sitzt und passt. Und es fühlt sich eigentlich nicht schlecht an. Ich finde es halt nur schade. Also für mein Handgelenk ist es sehr knapp. Zu knapp eigentlich. Aber vielleicht muss man die auch etwas straffer tragen, ich weiß noch nicht. Ah, neue Konfigur, jetzt ist wieder weg.
Jetzt steht wieder da Samsung Gear S2. Eben stand irgendwas da. Ich konnte es nicht lesen, es war so schnell weg. Also, Upgrades installieren, das dauert wohl ein bisschen. Da könnte man jetzt ja ein paar technische Daten durchgehen. Also die Uhr in der Sport Edition, wie ich sie habe, wiegt 245 Gramm. Sie hat einen 250 mAh Akku. Ja, zum Prozessor sind keine sehr genauen Angaben gemacht. Der heißt einfach Exynos 3840. Sie hat 4 GB internen Speicher, 1,5 GB RAM. Nicht viel, aber für so ein kleines Ding ist das ja schon gar nicht so wenig. Gut, ich nehme mal meine Hand ein bisschen weiter runter, da kann es, glaube ich, beides relativ scharf darstellen. So, gut. Also, das übliche Uhrdesign, wie ihr es jetzt seht, kennt ihr ja. So, Apps verwalten. Jetzt können wir hier mal sehen, was es alles für Apps gibt. Das ist ein ganzer Haufen. Also, das Sortieren würde ich wirklich lieber mit der App machen. Und das sind einfach die Apps von der ersten Scheibe. Die zweite und die dritte. Sind schon 3 Scheiben drauf, ist ja gar nicht so wenig. So, Media, Dateien senden. Ah, da kann man dann halt so noch Lieder und sowas rüber schicken. Kann nämlich auch separat Bluetooth-Geräte mit der Uhr koppeln. Ja, da kann man dann also noch bestimmte Einstellungen von Apps, die drauf sind, einstellen. So, hier. Was kann man da jetzt hier alles einstellen? Also, SMS vorlesen. Toll, das ist eigentlich auch nicht wichtig. Wer hat noch SMS? So. Okay. Also man kann die Apps hier irgendwie testen, keine Ahnung. Eine Verbindung, automatisch sperren, SMS-Nachricht senden. So, ist auch nichts Interessantes. Hier finden, wir wissen doch, wo die hier ist. Ah, hier sind ein paar Daten. Ah, der Akku ist also bei 54%, Bluetooth ist aktiviert, Bildschirm entsperrt. Wir gehen mal auf Suchen. Ah, da ist er. Ah, sie vibriert. Auf jeden Fall deutlich, aber ich finde auch nicht nervig. So, gefunden. Also erstmal, das System läuft jetzt immer noch genauso flüssig, wie als ich es auf der IFA gesehen habe. Es gibt noch genug Möglichkeiten an Einstellungen. So. Ah, so kann man also sich eine neue Uhr suchen. Ah, hier ein Blau. Ich mag Blau. So. Okay, ah, ich merke gerade, es ist wieder alles voll beleuchtet. Sorry. Also, das Display gefällt mir auf den ersten Blick sehr gut. Und sonst ist die Qualität der Uhr auch sehr gut verbaut. Also das Aluminium ist wunderbar gemacht. Auch die Lünette sitzt sehr gut und funktioniert einwandfrei. Allerdings muss ich sagen, es ist eindeutig jetzt hier ein Grau und kein Schwarz, wie das auf den Bildern aussieht in Netz. Die Uhr erkennt wirklich sehr gut, wenn man jetzt hochnimmt, schaltet sie das Display ein. Das funktioniert sehr gut. Sucht sie es aus. Dreht zu mir. Es geht. Also man muss ein bisschen mit Schwung bei normalen Drehen, oh, doch auch. Aber es geht, und das ist schön. So, wenn euch das Unboxing von meiner Samsung Gear S2 gefallen hat, würde ich gerne noch ein Däumchen nach oben. Und wenn ihr vielleicht noch genauere Fragen habt, vielleicht Dinge, die ich ansprechen soll, dann in wie viel zur Uhr. Oder vielleicht Dinge, die ich euch sogar noch davor beantworten soll, in Kommentaren. Dann schreibt einfach einen Kommentar. Das ist ganz einfach. Es ist gleich unter dem Video. Da könnt ihr Kommentare schreiben. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.